Hallo zusammen! Regelmäßige Workouts stärken die Muskeln und machen einen schönen Körper. Die Problemzone Oberschenkel kannst du mit einigen Übungen gezielt trainieren. Wenn du folgende Übungen durchführst, wirst du innerhalb kurzer Zeit erste Ergebnisse sehen. Ganzkörperübung Standwaage. Die Standwaage ist eine beliebte Ganzkörperübung, mit deren Hilfe deine Oberschenkel schnell schlank und kräftig werden. Die Übung stärkt die Muskulatur an Rumpf, Po und Oberschenkeln, wobei vor allem die Rückseite der Schenkel angesprochen wird. So geht die Standwaage. Die Füße etwa hüftbreit nebeneinander platzieren. Dann tief einatmen und die Muskulatur in Bauch, Po und Rücken anspannen, während die Arme bis auf Schulterhöhe angehoben und seitlich fast ganz durchgestreckt werden. Gleichzeitig wird der Oberkörper nach vorne gebeugt. Das rechte Bein wird angehoben und durchgestreckt, bis es in einem Winkel von ca. 90 Grad vom Standbein absteht. Führe mehrmals die Woche 3 bis 5 Sätze mit jeweils 10 bis 15 Wiederholungen durch. Squats, englisch für Kniebeugen, zählen zu den anspruchsvollsten und intensivsten Übungen im Krafttraining. Du trainierst Beine und Po, aber auch den Rumpf, der bei den Squats viel Haltearbeit leistet. Zudem stabilisieren Kniebeugen die Kniegelenke, indem sie den Aufbau der Beinmuskeln fördern. Squats werden am besten in einem Winkel von mindestens 90 Grad ausgeführt. Unter- und Oberschenkel müssen vollständig durchgestreckt werden, um alle Muskelpartien anzusprechen. Vermeiden solltest du einen Rundrücken. Vor allem Anfänger, deren untere Rückenmuskulatur noch nicht stark genug ist, beugen den Rücken oft zu stark und riskieren dadurch Verletzungen. Darum Rücken gerade lassen oder ein leichtes Hohlkreuz bilden. Wer mit Gewicht und vielen Variationen trainiert, fördert die Muskulatur der Oberschenkel effektiv. Ausfallschritt und Beinheben. Der Ausfallschritt darf in keinem Trainingsplan fehlen. Durchgeführt wird die Übung, indem aus dem Stand ein Bein mit einem weiten Schritt nach vorne gesetzt und anschließend der Körper in dieselbe Position gebracht wird. Die Bauchmuskeln sind dabei angespannt und der Oberkörper ist aufgerichtet. Während der Ausfallschritte bleibt der Rumpf aufrecht und dient so als Stütze. 10 bis 15 Wiederholungen in 3 bis 5 Sätzen genügen, um die Oberschenkel zu stärken. Beim Beinheben werden Oberschenkelmuskulatur und untere Bauchmuskulatur trainiert. Das seitliche Beinheben wird üblicherweise auf einer Seite durchgeführt. Der Körper liegt seitlich auf einer Matte, während das oben liegende Bein angehoben und wieder gesenkt wird. Je nach Vorliebe können auch die Arme durchgestreckt oder den Widerstand mit einem Trainingsband erhöht werden. Die liegende Variante wird auf einem weichen Untergrund und ohne Equipment durchgeführt und ist die optimale Übung für zwischendurch. Begonnen wird, indem die Beine senkrecht nach oben gestreckt werden. Um die Gelenke nicht zu stark zu belasten, sollten die Beine dabei nicht völlig ausgestreckt sein. Nun werden die Beine langsam abgesenkt und wieder angehoben, wobei sie die ganze Zeit in ihrer Streckung bleiben. Am tiefsten Punkt kurz innehalten, einatmen und die Beine wieder anheben. Achte darauf, die Übung langsam und kontrolliert auszuführen, um unnötige Belastungen für Rücken und Gelenke zu vermeiden. Treppensteigen macht schlanke Oberschenkel. Schlanke Oberschenkel lassen sich nicht nur über anstrengende Workouts erreichen. Wer sich im Alltag viel bewegt, stärkt die wichtigen Muskelpartien und erreicht die Wunschmaße auf natürliche Weise. Besonders effektiv ist Treppensteigen. Der Bewegungsablauf gleicht Übungen wie Ausfallschritt und Beinheben und spricht damit genau die Partien an, die trainiert werden sollen. Tipp: Die Stufen sollten breit genug für den gesamten Fuß sein, um das Verletzungsrisiko zu senken. Wer konditionell noch nicht sehr fit ist, kann zu Anfang nur einige Stufen oder die halbe Treppe absolvieren und sich nach und nach steigern. Auch beim Fahrradfahren wären die Oberschenkel gestärkt. Wer viel auf dem Rad sitzt, kann durch das Fahren in einem höheren Gang oder durch viele Berg- und Talfahrten für einen zusätzlichen Trainingseffekt sorgen. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, trainiert die Oberschenkel durch Joggen oder kurze Sprints. Beides spricht die richtigen Partien an und macht einen schönen und schlanken Oberschenkel. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns mit einem Daumen nach oben und teile dieses mit deinen Freunden. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, abonniere unseren Kanal kostenlos und wir sehen uns bald wieder.